jetzt in Ende. Ich will nach Haus, ich will zurück. Ich halt's nicht aus, ich werd verrückt. Ich will hier weg aus Kandahar, zurück nach Hamburg-Altona. Zurück nach Hamburg-Altona. Bin ich dann wieder zu Haus, muss ich gestehen, lass ich mir nicht mehr die Lügen von der Verteidigung der Freiheit andrehen. Doch ich geb hier mein Leben hin für die reichen Herren und ihren Maximalgewinn. Dankeschön. Tag, unser Bundespräsident, dessen Namen ich immer nicht weiß und an dessen Gesicht ich mich nicht erinnern kann, vereidigt 400 neue Rekruten und die müssen dann geloben und schwören, dass sie also ihren Befehlshabern getreulich gehorsam sind, dass sie in allen Ländern dieser Welt, wo immer sie hingeschickt werden, bereit sind, Menschen umzubringen, wenn es den Interessen der deutschen Wirtschaft nützt. Und der deutschen Großkonzerne, genau so lautet der Vereidigungsspruch natürlich nicht, aber das steckt genau genommen dahinter. Es gibt ein berühmtes Dokument, was leider in Vergessenheit geraten ist. Die Bundeswehr bringt immer so alle 10 Jahre Weißbücher raus und da stehen dann die neuen verteidigungspolitischen Richtlinien drin. Das war natürlich zu Zeiten des Kalten Krieges, solange es die DDR gab, immer die Befreiung der Brüder und Schwestern im Osten und so weiter. Und 1992, die DDR war also gerade verschwunden, da hieß es in diesen verteidigungspolitischen Richtlinien, die Bundeswehr muss darauf eingestellt werden, unsere Rohstoffe und Handelswege in aller Welt zu schützen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, denn das sind natürlich nicht unsere Rohstoffe, nicht mal unsere Handelswege, nicht mal in Somalia, sondern es gehört natürlich den fremden Völkern. Also ist dort in diesem verteidigungspolitischen Dokument schon ganz deutlich und unwiderruflich dargestellt worden, dass die Bundeswehr umgerüstet wird auf die Verteidigung imperialistischer Handels- und Ökonomieinteressen überall in der ganzen Welt. Nun, das ist 92, das ist lange her. Mittlerweile ist es ihnen gelungen. Die Ausrichtung als Freiwilligenarmee gehört natürlich dazu. Die Länder, wo die Bundeswehr stationiert sind, ich habe jetzt mal durchgesehen, über 15 sind es im Moment. Da sind natürlich überall Handelswege, Interessen und Rohstoffe zu verteidigen oder irgendwelche Rebellen zu unterstützen oder irgendwelche imperialistischen Verbrechen zu begehen. Wir werden darüber über jedes Land nachher noch einen Satz verlieren. Ich wollte nur noch mal auf zwei erfreuliche Dinge zurückkommen. Das darf ich noch, weil bis es noch nicht ganz dunkel ist, darf ich hier noch ein bisschen erzählen. Das erste ist unsere tapferen Freiwilligen. Es hat einen Bericht gegeben in den Medien, in einer Kaserne haben 15% der neu eingezogenen Freiwilligen, also wenn man das hochrechnet auf 3.500 im Jahr, dann wären das 500 Freiwillige, haben schon wieder gekündigt. Und die Begründung war das frühe Aufstehen in der Kaserne, der widerliche, unhöfliche, unzivilisierte Kasernenhofton, was ich nur begrüßen kann, sind Menschen mit Geschmack, das Essen, die Unterbringung und der Schimmel in den Duschen. Also ich vermute, genau wie bei den amerikanischen Soldaten in Vietnam, dass ungefähr 50% aller afghanischen Rekruten als drogensüchtige Killermaschinen aus dem Krieg zurückkommen. Jetzt habe ich hier den Frank. Und bitte? Hallo. Mein Name ist Mohammad Mahmoud. Ja. Und ich bin selber überprüft. Ich bin ein Iraner. Ich bin aus Düsseldorf gekommen für dasselbe. Sehr gut. Für dasselbe. Und ich weiß, wer ich bin. Ich bin nicht krank, ich bin nichts, ich bin hier. Soll er? Was, hier. Weil ich mache ja, was hier meine Chefin sagt. Ich bin ja nur hier. Ja? Also okay, dann 5 Minuten. Danke. Erstmal einen schönen guten Abend. Deutschland, Berlin, die schönste Stadt hier in Berlin. Ich war auch gerade am Reichstag, habe die ganze Zeit gebrüllt, deshalb habe ich keine Stimme. Mein Name ist Mohammad Mahdi. Alleine kann ich nichts, aber ich brauche Menschen mit Herz.
Okay? Hört ihr mich, Polizei? Ich bin hier! Und wende keine Gewalt an! Aber ich habe Kraft in mir und brauche das ganze Volk! Seid ihr hier? Seid ihr hier? Keine Angst, ich bin ein Mensch mit Herz. Ich will keine Gewalt. Aber diese Schweinehunde haben nichts anderes verdient. Sie müssen mit Worten, wir müssen alle auf die Straße gehen. Ganz Berlin weiß, ich bin schon hier. Aber nicht alle. Wir müssen alle auf die Straße gehen. Egal ob Deutsch, egal welche Nation. Mensch, wir sind alle Menschen. Brüder und Schwestern von Adam und Eva. Oder nicht? Oder nicht? Also, am 27. ist auch noch eine Demonstration. Ich bleibe so lange hier in Berlin. Wenn es sein muss, schaffe ich sogar mit meinem scheiß Lacoste-Anzug auf der Straße. Verhungere. Aber ich bleibe hier, Frau Merkel. Wenn Sie mich hören, ich bin hier. Hier bin ich. Hier und gehe nicht weg. Haben Sie mich gehört? David, für dich auch. Und für die ganzen Rothschilds, ich bin hier, Mohammed Mahdi, und ich kenne meinen Weg und gehe ihn bis zum Ende. Okay? Vielen Dank. Also, wir gehen alle auf die Straßen, egal was sie sagen. Egal, wir haben keine Angst. Er ist da oben und ich bin hier. Hier bin ich. Vielen Dank, der Herr. Dankeschön. Das war jetzt nicht verabredet, aber toll, dass wir so spontan. Ja? Ja. Richtig, danke schön. Danke schön. Prima. Achtung! Wir singen dem Minister ein Lied. Kein schöner Land in dieser Zeit, als hier in Lukusch so weit, wo wir zu Taliban mit unserem Panzer fahren zur Abendzeit. Wo wir zum Taliban mit unserem Panzer fahren zur Abendzeit. Granaten, Minen und Sprengfallen beschäftigen uns hier vor allem. Es ist der Attentäter, auch mal früh, mal später für uns bleiben. Lass es der Attentäter auch mal früh oder später für uns knallen. Doch von Krieg reden wir hier nicht, Minister Jung will das nämlich nicht. Wir sind ganz niedlich und wir schießen friedlich, nein, Krieg ist das nicht. Wir sind ganz niedlich und wir schießen friedlich, nein, Krieg ist das nicht. Danke. Es ist nicht zu glauben, wir konnten nicht entscheiden, ob das echt ist oder nicht. Ist es wirklich oder ist es satirischer Beitrag? Vor allem diese kleine Fäsche hier links, die so ganz verhetzt, ja, wenn wir den Taliban, wir schießen friedlich, doch wir sind ganz niedlich. Nee. Wahnsinn, also schön, tolles Lied, das muss man unbedingt tradieren. Es wird in den ewigen Fundus der Antikriegslieder aufgenommen. So. Dann stopfen wir dir Essen ins Gesicht. Hohe Schweineleber bist du nicht, deine Vorgesetzten. Die juckt das nicht, du bist eine arme Sau. Weil ich hier bleib noch auf dem Popo. Au. Du brauchst eine Pause. Du bist nicht gut drauf, doch der Feldwebel schreit. Steh auf und sauf, du bist ne arme Sau. Gewöhn dich dran, wir sind hier alle blau. Das große Heldenstück von WikiLeaks, das war natürlich die Veröffentlichung des Mitschnitts von der Ermordung der britischen Journalisten im Irak. Und das haben wir jetzt gewollt. Also ein Lob allen Menschen, die mutig genug sind, sowas zu veröffentlichen, sowas ins Internet zu stellen. Und ich hoffe nur, dass diese ganzen Leute, vor denen die Bourgeoisie jetzt Angst hat, die in Computer eindringen und die Programme kaputt machen können, jawohl, nehmt euch die Bundeswehr vor, das ist völlig richtig, das ist doch ein Jahr Knast dafür, dass man diesen Drecksäcken mal den Saft abdreht, das ist doch, lohnt sich doch, das ist doch etwas, was junge Menschen begeistert.